Also das heutige Evangelium ist, wie so oft, wenn es aus dem Johannesevangelium stammt, keine leichte Kost. Das ist das Ende einer längeren Rede, die Jesus vor den Juden und vor den Jüngern hält. Und eben am Ende dieser Rede geht es wirklich ums Ganze, darum, wer Jesus eigentlich ist und wie die Menschen ihn annehmen können und sollen, was seine Mission hier ist. Und das hören wir im heutigen Evangelium, wenn Jesus sagt, dass er das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist. Und dass dieses Brot, das Jesus selber isst, uns Speise werden soll. Und es soll nicht etwas Geistliches sein, also nur Geistliches, sondern es soll unser Leben wirklich speisen. Und wenn man dieses Evangelium so liest, wenn man katholisch aufgewachsen ist, kommt gleich der Gedanke an die Eucharistie, dass eben das, was wir hier feiern, auch tagtäglich, also die Wandlung von Wein und Brot in das Blut und das Fleisch Christi, das ist das, worum es hier Jesus geht. Das auch, aber ich glaube, dass Jesus das noch umfassender meint. Das ist nicht nur zu beziehen auf die Eucharistie selbst. Sicher spiegelt es eine Wahrheit darüber, aber das ist nicht unbedingt das, was Jesus hier sagen möchte. Und dazu muss man auch verstehen, wer Jesus ist. Er ist ein ziemlich einfacher Jude gewesen und er hat das Alte Testament sehr gut gekannt. Und wenn du auf dein Leben vielleicht schaust, was kennst du vom Alten Testament? Also so, vielleicht kennt man mehr oder weniger irgendwas von den Propheten, die Geschichte von Ägypten, Abraham und so weiter. Aber das, was jeder Christ auf jeden Fall irgendwo im Kopf auch hat, sind die zwei ersten Kapitel aus dem Buch Genesis, aus dem ersten Buch des Mose, wo Gott die Welt erschafft. Und wenn Gott diese Welt erschafft, spricht er sein Wort in diese Welt hinein. Und dieses Wort bewirkt die Welt. All das, was existiert, kommt aus dem Munde Gottes. Das ist die Kurzfassung der ganzen Geschichte in Genesis. Und wenn man dann ins Neue Testament springt und an den Anfang des Johannesevangeliums geht, er bezieht sich genau darauf. Und er verwendet Worte, die also zumindest dem Johannes im Griechischen bekannt waren aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung der Heiligen Schrift, und bezieht sich direkt auf die ersten zwei Kapitel des ersten Buches Mose, Genesis, wo er sagt im Prolog, also im Anfang des Johannesevangeliums, von Jesus, dass er dieses Wort ist aus dem ersten Buch des Mose. Dass Jesus das in die Welt hinausgesprochene oder hineingesprochene Wort ist. Er ist das Wort, das alles bewirkt, das Leben in dieser Welt bringt. Ich weiß, das ist ein bisschen theologisch, aber man muss es auch ein bisschen in Verbindung bringen, damit man versteht, was Jesus hier meint. Wenn Jesus von sich selber sagt, dass er dann das Brot und das Blut ist, also das Fleisch und das Blut ist, das diese Welt Leben spendet, spricht er vom Leben. Und hier verwendet Johannes dasselbe Wort, was er im Prolog verwendet, also nicht Leben, irgendwie geistliches Leben, sondern ein Leben mit Fleisch und Blut. Er verwendet das griechische Wort Zoe, also ich kenne Griechisch nicht so gut, aber ich habe nachgeschaut. Und das bezieht sich wirklich auf das sehr greifbare Leben. Und von so einem Leben spricht hier Jesus, nicht von einem Leben irgendwann, sondern hier und jetzt. Er bezieht es dann auch auf die Ewigkeit, aber das hat mit etwas anderem auch zu tun, das würde den Rahmen sprengen. Und um es kurz zu fassen,
Wenn Jesus hier spricht, dass er das Brot ist und der Wein, der dieser Welt Leben bringt, ermuntert er uns alle daraus, das zu machen, was er getan hat. Also er hat sich für uns Menschen ganz hingegeben. Und wenn wir dieses Leben, von dem Jesus hier spricht, erreichen möchten, hier und in Ewigkeit, dann gilt diese Einladung eine Tätigkeit, die ganz einfach ist, das Wort Gottes zu lesen, also die Bibel zu lesen. Und wenn Jesus es so im Kopf hatte, das vermute ich sehr stark, dass er das so meinte, dass es auch eine Ermunterung für uns sein soll, dass wir das Wort Gottes wirklich lesen, dann meint er es, wie jeder Jude es meint, wenn man etwas liest, tut man das. Also es geht nicht nur um die Tätigkeit des Lesens, sondern dass das Gelesene zu meinem Leben wird. Und wenn du die Bibel so liest, dass sie dein ganzes Leben durchdringt, wirst du das Leben haben, das Jesus hier meint. Und es geht nicht vordergründig darum, jetzt sich aus dem Alten und Neuen Testament irgendwelche Gebote auszupicken und sie zu befolgen. Wenn du das machst, ist es nicht schlecht, aber das ist hier nicht gemeint. Sondern dass die Grundlage deiner Nachfolge nichts anderes ist als dieses Wort, das in der Bibel festgehalten wurde. Weil das ist dasselbe Wort, das lehrt uns auch das Zweite Vatikanische Konzil und die Väter der Kirche, dasselbe Wort, das die Welt erschaffen hat. Es kommt direkt von Gott. Und der heilige Franziskus hat einmal gesagt, dass er überall, wo er irgendwie welche Zettel mit Worten aus der Heiligen Schrift finden würde, möchte er sie aufsammeln. Weil das ist das Einzige, was wir von Gott wirklich direkt haben. Und auf dem soll unsere Nachfolge, unser Glauben gründen. Und wie gesagt, da geht es nicht um die Erfüllung irgendwelcher Gebote und Vorschriften, sondern darum, dass dieses Wort Gottes dein Leben durchdringt. In einem der Psalmen steht es sogar, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist. Das scheidet in unserem Leben die Wahrheit von der Lüge, das Wahre vom Falschen. So ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann dich auch zu einer Fülle führen, die hier Gott, die hier Jesus meint. Eine Fülle, die wir auch in der Eucharistie erfahren können. Aber nur weil du zu der Heiligen Kommunion so hinzutrittst, dass dein Wort wirklich dich durchdringt, wird es wirklich volle Wirkung entfalten. Das heißt nicht, dass man immer perfekt sein muss, wenn man zur Kommunion geht. Das ist nicht möglich. Aber das ist etwas Erstrebenswertes, damit dieses Sakrament, das wir jede Woche sonntags feiern, die Feier der Auferstehung Christi, wo wir zu uns das Brot des Lebens nehmen, auch volle Wirkung entfalten kann, damit es dein Leben neu machen kann. Und das ist, was Jesus für uns möchte, damit wir den Sinn der Schrift erkennen und annehmen und in unserem Leben auch Fleisch werden lassen. So kann die Fleischwerdung, die vor 2000 Jahren geschehen ist, dass Jesus, dass das Wort Gottes Fleisch angenommen hat, auch in deinem Leben Wirklichkeit werden. Dass das Wort Gottes, das du gelesen und gehört hast, durch das, wie du lebst, Fleisch annimmt. Und dass dadurch auch Gott in dir und in dieser Welt gegenwärtig sein kann.